Das sind die schwarzen Berge von Dakota. Wie schon meine Väter, die Sioux-Indianer, dieses Land nannten. Dakota ist unsere Bezeichnung für freundlich. Ich habe zum großen Geist gebetet, dass Dakota und seine Berge zu rau und unwirklich sein mögen für den weißen Mann und sein Gefolge. Aber die Bleichgesichter kamen dennoch. Ich verfolge ihr Kommen mit Trauer im Herzen. Noch sind es wenige, aber ich weiß, es werden viele kommen. Denn sie suchen den Schatz des weißen Mannes, Gold. Ich bin Sitting Bull, Herrscher über das Sioux-Volk, dessen 7 Stämme bis in die entlegensten Winkel unseres Landes verstreut sind. Das ist Falkenauge, mein Kriegshäuptling. Und das sind einige meiner Krieger. Diese Männer werden nicht von Soldaten begleitet. Sie kommen in unser Land, als wenn es ihnen gehörte. Sie sind wie das Vieh des weißen Mannes, dickbäuchig, langsam und dumm. Sie haben Vorräte bei sich, an denen meine tapferen Krieger Mangel leiden. Vorsicht, Jungs, Indianer! Hier! Sie mal nach, was da drüben los ist. Jawohl, Sir. Ja. So, jetzt weiter. Abteilung, folgt! Lasst sie nicht entkommen! Verfolgt sie! Sie laufen! Nehmt Ihre Vorräte, damit unsere Weiber und Kinder nicht länger Hunger leiden müssen. Schont unsere Krieger für den richtigen Kriegspfad. Diese stinkenden Kojoten verdienen den Tod. Wir wollen kein Blut vergießen. Aber wenn es sein muss, werden wir auch davor nicht zurückschrecken. Ich schwör's. Was ist hier los? Eine Horde Sioux hat unsere Wagen überfallen. Ohne jeden Grund. Sie haben unser Proviant gestohlen. Worauf warten Sie noch? Sind Sie der Chef von diesem Verein? Wir sind ehrliche Goldsucher. Sie sind auf Indianergebiet. Das haben wir gemerkt. Als Sie das Fort verließen, hat man Ihnen doch gesagt, Sie sollen sich südlich halten. Wir haben uns eben in der Richtung geirrt. Das ist kein Grund, uns zu überfallen. Es waren Sioux, Major. Sie haben sämtliche Vorräte gestohlen. Okay. Ihr werdet mit uns zum Fort zurückreiten. Kommt gerade die Frage. Sie wollen sie entwischen lassen? Ja. Das wird Ihnen teuer zu stehen kommen, das sage ich Ihnen. Bestimmt nicht so teuer wie Ihnen, wenn Sie hier nach langer das Maul aufreißen. Scheren Sie sich ans Ende der Kolonne. Der ist doch verrückt geworden. Na los, wird's bald. Sorgen Sie dafür, dass die Kerle auf dem Ritt ordentlich unseren Staub zu schlucken kriegen. Mit Vergnügen, Abteilung folgt! Sergeant! Lassen Sie wegtreten. Jawohl, Sir.
Ich werde mich bei Ihrem General beschweren. Na, viel Erfolg. Absitzen! Weggetreten! Tag, Katie. Na, wie war's, Bob? Hast du wieder Ärger gehabt? Ich? Ach, was du immer gleich denkst. Wie viel Mann haben Sie verloren? Keine, nur zwei Verwundete. Aber unsere ganze Ausrüstung sind wir losgeworden. Major Parrish zur Stelle. Wir unterhalten uns nachher weiter, Mr. O'Connor. Nehmen Sie sich den Herrn mal gründlich vor. Also, Major. Er hat sich mit seinen Leuten auf Sioux-Gebiet herumgetrieben. Ich hatte Befehl, die Einhaltung der Verträge mit den Indianern zu überwachen. Von einem Offizier sollte man erwarten, dass er eine gewisse Initiative entwickelt. In meinem Regiment werden Befehle mit dem Kopf ausgeführt, falls Ihnen das noch nicht aufgefallen sein sollte. Genau das habe ich auch getan, Oberst Custer. Wenn ich mich wegen diesen Burschen da eingemischt hätte, hätten wir jetzt schon sämtliche Sioux-Stämme auf dem Hals. Berichten Sie ausführlich, Major. Diese braven Goldsucher sind eine Verbrecherbande. Sie haben uns mit ihrer Reiseroute bewusst irregeführt. Sie gehören zu den Leuten, die rücksichtslos in die Indianerreservate eindringen, alles Vieh abschlachten und jeden Wilden über den Haufen schießen. Die Verträge mit den Indianern sind für Sie nur ein Fetzen Papier. Alles schön und gut, Major, aber Sie können diesen Leuten nicht beweisen, dass Sie absichtlich in das Reservat eingedrungen sind. Außerdem hatten Sie Befehl, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Aber das Ausführen von Befehlen war schon immer Ihr schwacher Punkt. Seit Sie unter meinem Kommando stehen, höre ich über Sie nur noch Beschwerden. Sie waren schon mal Oberst und Adjutant von General Grant. Sie scheinen sich auf der militärischen Stufenleiter abwärts zu bewegen. In dieser Beziehung marschieren wir in derselben Richtung, Oberst. Sie waren schon mal General. Meine Herren, ich muss doch bitten. Oberst Custer hat sich für ein neues Kommando vorgeschlagen, Major. Dort werden Sie für Ihre Menschenfreundlichkeit keine Verwendung haben. Sie übernehmen den Schutz der Red Rock Agentur. Red Rock? Das Kommando lautet auf ein Jahr. Falls Sie die Versetzung verweigern, stelle ich Ihnen anheim, Ihren Abschied einzureichen. Sie werden morgen früh aufbrechen und die Besatzung des Stützpunktes ablösen. Noch Fragen? Nein, Sir. Herzlichen Dank, Sir. Ein Jahr in der Einsamkeit wird ihn zur Vernunft bringen. Wenn überhaupt noch was hilft. Entschuldigen Sie mich, Oberst. Ich muss mit meiner Tochter reden. Ich glaube, ich bin ihr eine Erklärung schuldig. Es geht mich zwar nichts an, Sir, aber wenn Major Parrish Ihr Schwiegersohn wird, dann beneide ich weder Sie noch Ihre Tochter. Ich habe gelauscht. Ich bin also über alles im Bilde. Kannst es ruhig sagen, Katie. Ich habe dich wieder enttäuscht. Es geht hier weniger um mich, Bob. Es geht um dich. Sieh mal, Red Rock ist nicht gerade das, was ich mir für unsere Flitterwochen vorgestellt habe. Meine Geduld ist jetzt zu Ende. Wir sind nicht mehr verlobt. Umso besser. Ich bin auch kein Freund von langen Verlobungen. Wann heiraten wir also? Wir heiraten überhaupt nicht. Ich habe das nicht im Scherz gesagt. Es ist aus. Ach, Katie, du bist halt ein bisschen durcheinander. Ich bin gar nicht durcheinander. Wie oft soll ich es dir eigentlich noch sagen? Ich habe mir meinen zukünftigen Mann etwas anders vorgestellt. Er müsste ein Mensch sein, dem seine Karriere über alles geht, der sich nie zufrieden gibt. Dazu muss man erst mal eine Chance haben. Eine Chance? Du hattest 1000 Chancen. Du könntest längst schon wieder ein Regiment befehligen. Ist es mangelnder Unternehmungsgeist oder Gleichgültigkeit? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich nicht derselben Meinung bin wie gewisse Herren, die ganz gern mal ein paar Indianer abschlachten. Damit man höherenorts auf ihre Namen aufmerksam wird. Deine Vorliebe für die Indianer ist allmählich schon zur fixen Idee geworden. Du solltest lieber den Dienst quittieren. Den Dienst quittieren? Und was soll ich dann werden? Von mir aus Farmer oder sonst was. Mir wäre alles recht, wenn du nur den Ehrgeiz hättest, in deinem Beruf etwas zu erreichen. Ich wäre mir nicht so schade, mit dir ganz von vorne anzufangen. Wenn ich das Gefühl hätte, dass du weiterkommen willst und es dir immer darum geht, der Beste zu sein. Muss man unbedingt der Beste sein? Der Mann, den ich heirate, muss es sein. Du würdest mich also nicht heiraten, wenn ich nur ein einfacher Truppenoffizier wäre? Wer und was du bist, wäre mir völlig gleichgültig. Wenn ich nur sehen würde, dass du den Willen hast, etwas zu werden. Aber einen Mann haben, der einfach so dahin lebt, so ganz ohne Plan und Ziel. Nein, das könnte ich nicht. Ich gebe dir deinen Ring zurück. Vielleicht merkst du dir das eine für die Zukunft. Eine Frau möchte auf einen Mann stolz sein. Ich hatte gedacht, dass ein Mädchen wie du es in Red Rock ein Jahr aushalten könnte.
Du bleibst also in der Armee? Ja. Natürlich bleibe ich dabei. Das wollte ich nur wissen. Und jetzt geh, Bill. Feldflasche. Hier. Wie heißt du? Jung Buffalo. Wir sind deine Freunde, wir wollen dir helfen. Wo kommst du her? Agentur. Von Red Rock? Was ist da los? Vatsche Jakula. Tschokche. Jatonka, Jatonka. Tschöke de Hunka, danke. Chetonka, Chetonka. Er sagt, er wäre der Sohn von Sitting Bull. Sitting Bull? Ja, der Häuptling der Sioux. Hier, lauf weiter. Weit kann es nicht mehr sein bis Red Rock. Abteilung vor! Wolke, Jung Buffalo. Weiße Wolke. Du bist krank, Jung Buffalo. Was ist geschehen? Lasst mich zu meinem Vater. Viele von unserem Volk sind in dieser Agentur schon gestorben, mein Vater. Männer und Weiber, jung und alt. Verzweiflung und Hunger haben sie ins Grab gebracht. Warum sprichst du nicht, Vater? Mein Sohn, es gibt keine Worte für die Trauer in meinem Herzen. Sag deinem Sohn, du wirst deine Krieger ausschicken. Blut schreit nach Blut. Für jeden toten Indianer werden wir uns 100 Skalps der Bleichgesichter holen. Falkenauge spricht mit weiser Zunge, Vater. Seit vielen Monden haben die Kriegstrommeln geschwiegen und meine tapferen Krieger sind weit verstreut. Ich kann den Gefangenen nur Worte der Hoffnung übersenden. Was sollen ihnen Worte helfen, da sie eingesperrt sind wie räudige Hunde? Die Bleichgesichter wollen keinen Frieden, sie wollen unseren Tod, Vater. Der weiße Agent wollte unsere Brüder von seinen Kriegern in die Sümpfe treiben lassen. Aber unsere roten Brüder wollten ihr Land nicht verlassen. Dafür werden sie nun bestraft und ausgehungert. Lass diese Hundesöhne dafür büßen. Ich werde unseren Brüdern sagen, dass sie nicht vergessen sind. Und ich werde zum großen Geist beten. Lass mich einen Tag ausruhen, dann will ich zurückgehen. Nein, nicht deinen Sohn, Sitting Bull. Schick einen anderen. Er hat genug gelitten. Doch, es wäre der beste Beweis, dass mein Vater sie nicht vergessen hat. Ich werde selber gehen. Sag ihnen, mein Sohn, ich will versuchen, Frieden zu schließen mit den Weißen. Wenn das misslingt, dann sollen den Bleichgesichtern die Kriegsrufe unserer tapferen Brüder und der Klang unserer Trommeln in den Ohren dröhnen. Zuvor aber muss ich die Häuptlinge zum Rat versammeln.
möchte nur wissen, wen wir ablösen sollen. Ist ja niemand da. Werden wir schon noch merken. Lassen Sie wegtreten. Doppellinie! Abteilung! Absetzen! Jetzt laust mich der Affe, Oberst Parrish. Major, demnach sind Sie die Treppe heruntergefallen, hä? Was ist denn das hier für ein Laden, ein Flohzirkus oder ein Armeestützpunkt? Beides, Major. Sozusagen ein Geschenk des lieben Gottes an die braven Indianer. Und was soll das da vorstellen? Dieser Käfig? Unser Gefängnis. Duftet bis hierher, nicht wahr? Möchte ich mal sehen. Halten Sie sich aber die Nase zu. Wache! Aufmachen! Warum sind Sie hier eingepfercht? Weil Sie nach Webbers Ansicht Verbrecher sind. Wer ist Webber? Der Chef der Agentur. Er hat Sie einsperren lassen, weil Sie Ihr Land nicht aufgeben wollten. Was ich Ihnen nicht verübeln kann. Webber will Sie durch Hunger zum Gehorsam zwingen. Major Parrish zur Ablösung von Captain Sven. Einen Augenblick, Major, ich bin gleich soweit. Ich brauche nur eine Anweisung für Decken und Verpflegung. Diese Armee, hat man Sie denn ohne Ausrüstung hierher geschickt? Meine Ausrüstung ist in Ordnung. Aber die Gefangenen brauchen Decken und Verpflegung. Welche Gefangenen? Dreimal dürfen Sie raten. Sie sind nur für die Sicherheit der Agentur verantwortlich, nicht für das Wohl der Indianer. Sie krepieren ja hier wie Hunde. Das sollen Sie auch, Indianer sind Hunde. Sie haben sich geweigert, meinen Befehlen zu gehorchen. Sorgen Sie für die Unterbringung Ihrer Leute. In den kommenden Monaten werden wir oft genug Gelegenheit haben, dieses Thema zu diskutieren. Wissen Sie, wie man das nennt? Es ist gut, Major. Ich bin zurückgekommen, um eure Leiden mit euch zu teilen, bis mein Vater euch Hilfe schickt. Du bist nur gekommen, um den Tod mit uns zu teilen. Morgen machen wir ein Ende. Wir wollen lieber im offenen Kampf fallen, als wie räudige Hunde hier verrecken. Aber die langen Messer, die Soldaten. Einige werden durchkommen. Mein Vater hat die Häuptlinge zusammengerufen. Er gibt euch den Rat zu warten. Wir haben schon zu lange gewartet. Wie du siehst, sind wir bereit. Kehr wieder zu deinem Vater zurück, Jung Buffalo. Einige von euch könnten wie ich entkommen und mich begleiten. Und was geschieht mit den Frauen und Kindern? Sollen wir sie zurücklassen in diesem Elend? Du hast recht. Ich werde auch hier bleiben. Achtung! Abteilung! Marsch! Ich bin froh, dass Sven geht. Und warum? Die Disziplin ließ bei seinen Leuten zu wünschen übrig. Langeweile wahrscheinlich.
Lassen Sie Ihre Männer exerzieren und sorgen Sie für Beschäftigung. Die Durchführung des Dienstes ist meine Sache, Mr. Weber. Kümmern Sie sich um Ihr Büro. Ich war schon beim Militär, als Sie noch in die Windeln machten, Major Parrish. Ich habe in einem Heer gedient, in dem Disziplin der oberste Grundsatz war. Das habe ich mir gedacht. Ihre Befehle werden jeden Morgen 8 Uhr angeschlagen. Und wann bekommen die Gefangenen zu essen? Einmal täglich, bei Sonnenuntergang. Sonst noch Fragen? Nein. Ordonnanz. Ja, Sir. Was ist denn das? Verpflegung für die Indianer. Das ist ja schlimmer als Rattengift. Da haben Sie recht, Major. Probieren Sie mal. Stören Sie mich nicht. Diesen Fraß würden sogar Schweine wieder auskotzen. Die Indianer haben sich geweigert, ihr Land zu verlassen. Und wer nicht hören will, muss eben fühlen. Die Regierung hat für die Verpflegung bezahlt. Was geschieht mit diesem Geld? Darüber bin ich meiner vorgesetzten Behörde Rechenschaft schuldig und nicht der Armee, Major. Kosten Sie. Wenn das ein Scherz sein soll. Das ist kein Scherz. Sie sollen das kosten. Ich verbitte mir. Sie sollen den Fraß kosten. Major, die Gefangenen brechen aus. Befehlen Sie, Sir. Los, verfolgt Sie! Schießen! Nein, lassen Sie laufen! Major, ich warne Sie! Befehlen Sie, Ihren Leuten zu schießen! Hören Sie mich denn nicht? Wir sprechen laut genug. Befehl vom Major! Es wird nicht geschossen! Lasst Sie laufen! Ich befehle Ihnen, die Kerle zusammenzuschießen! Ich befehle es! Los, verschwindet! Jao, jao, nein! Jao! Raus mit euch, verschwindet! Ist denn hier alles verrückt geworden? Sie sollen schießen! Katie. Ein Jahr soll man es ja hier aushalten können. Hast du doch gesagt. Jedenfalls will ich es mal versuchen. Bob, was war hier eigentlich los? Ein Überfall? Das wirst du früh genug erfahren. Ich habe gestern Abend nach Washington telegrafiert, Parrish. Die Antwort ist soeben eingetroffen. Ich habe Auftrag, Sie in Haft zu nehmen. Sie werden sich vor dem Kriegsgericht verantworten. Sergeant, übernehmen Sie den Gefangenen. Miss Howell ist die Tochter unseres Abschnittkommandeurs. Ich muss Sie ersuchen, etwas die Form zu wahren, Mr. Weber. Darf ich Sie um eine Erklärung bitten, Mr. Weber?
Er hat mich in provozierender Weise beleidigt. Ich hatte im Lager ein paar Indianer einsperren lassen wegen Ungehorsam. Er hetzte sie gegen mich auf und ermunterte sie auszubrechen. Und dann hat er seinen Leuten auch noch verboten, die Ausbrecher zu verfolgen. Ja. Jetzt sehe ich's ein, es ist hoffnungslos mit dir. Nachdem du seine Version gehört hast, hör dir auch meine an. Das ist nicht mehr nötig. Würden Sie bitte die Eskorte ausrichten, dass wir sofort zurückkehren? Mit Vergnügen. Danke vielmals. Tut mir leid, Sir. Sitting Bull, komm! Mein Sohn. Willst du noch immer den Frieden? Lasst mich allein mit meinem Sohn. Großer Manitou, Vater meiner Väter, hier liegt der Körper meines Sohnes, sinnlos gemordet. Höre die Totenklage der Weiber, höre das Kriegsgeschrei der Häuptlinge. Gib mir deinen Rat, du Allgewaltiger. Müssen wir das Kriegsbeil wieder ausgraben? Ist denn diese Welt nicht groß genug für alle Menschen? Zeige mir, Manitou, den rechten Weg für mein Volk. Wir beugen uns deinem Willen. Ob Krieg oder Frieden. Krieg oder Frieden hängt nur davon ab, Herr Präsident, wie wir die Indianer behandeln. Wie soll mir über Ihr Verhalten in Red Rock Rede und Antwort stehen? Und sonst gar nichts. Ich habe durch mein Verhalten ein Blutbad verhindert. Das Kriegsgericht war anderer Auffassung und erkannte auf unehrenhafte Entlassung. Warum hat man Weber in dieser Sache nicht verhört? Weil er sich aus dem Staub gemacht hat. Doch das ist kein Grund, mich anzubrüllen. Entschuldigen Sie bitte. Jetzt kann ich nichts weiter tun, als Ihre Entlassung unterzeichnen. Dann sind Sie frei und können mit Ihren Ideen hausieren gehen, wo und wann Sie Lust haben. Als Zivilist brauchen Sie sich vor allem nicht mit der militärischen Disziplin zu unterwerfen. Und Disziplin scheint Ihnen ja ein Dorn im Auge zu sein. Setzen Sie sich. Persch. Sie hatten eine glänzende militärische Karriere vor sich. Jüngster Oberst unter meinem Kommando. Tapferkeitsmedaille und wohlverdient. Sie hätten sich im Westen an die Spitze arbeiten können. Aber was tun Sie stattdessen? Sie bringen sich durch Ihre Extravaganzen aus Amt und Würden. Darf ich Sie etwas fragen, Sir? Bitte. Glauben Sie, dass es zum Frieden führt, wenn man Sitting Bulls Sohn ermordet? Bestimmt nicht. Aber können Sie die Wilden vielleicht dazu bringen, Blumenbeete um ihre Zelte anzulegen? Man muss sich auch einmal in Ihre Lage versetzen. Sie sind Nomaden und daran gewöhnt, das Land in allen Himmelsrichtungen zu durchstreifen. Nun sollen sie plötzlich sesshaft werden. Und das will man durch brutalen Zwang erreichen. So etwas kann nicht gut gehen. Sie würden uns bis aufs Messer bekämpfen, wenn nicht einer sie immer wieder zur Besonnenheit mahnen würde. Und wer ist das? Sitting Bull, der Häuptling aller Sioux. Der Mann, den die 7 Stämme seines Volkes wie einen Gott verehren. Nur Sitting Bull, er ganz allein, hält sie unter Kontrolle. Und wieso? Vielleicht, weil er weiß, dass der nächste Krieg den Untergang seines Volkes bedeutet. Herr Präsident, rufen Sie Sitting Bull nach Washington. Behandeln Sie ihn mit der Würde und dem Respekt, den er verdient. Beweisen Sie ihm, dass unsere Verträge etwas bedeuten, dass sie nicht nur leere Worte auf totem Papier sind. Glauben Sie, dass Sie Sitting Bull dazu bewegen könnten, hierher zu kommen? Ich kann es versuchen. Das heißt, vorausgesetzt, dass mir irgendwelche übergeordneten Dienststellen nicht wieder Knüppel zwischen die Beine werfen.
In Frankreich heißt es Passepartout, was ich Ihnen jetzt gebe. Wie nennen es Ihre Indianer? Medizin. Große Medizin. Damit ist Ihnen jede Unterstützung von unserer Seite sicher, Captain. Captain? Sie bleiben im Dienst und sind mit sofortiger Wirkung degradiert. Zu Befehl, Sir. Auf eines muss ich Sie jedoch jetzt schon hinweisen. In dem Gebiet der Sioux weht seit kurzem ein noch schärferer Wind als vorher. Inwiefern bitte? Das ganze Gebiet ist überlaufen. Man hat dort Gold gefunden. Gold? Sehen Sie zu, dass Sie die Zusammenkunft zustande bringen. Nein! 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 Oh! Wollte mir doch die stinkende Rothaut erzählen, ihm gehört das Land. Sollen wir ihn liegen lassen oder soll er hier verfaulen? Gib ihr einen Spaten, sie soll ihn eingraben. Doch jetzt sind andere Bleichgesichter gekommen. Die Gier nach Gold hat ihre Augen und Herzen geblendet. Sie sind schlimmer als die langen Messer und Blauröcke. Sie haben ihre Weiber mitgebracht und schießen ohne Befehl ihre Häuptlinge. Sie töten das Wild, das sie nicht essen. Sie verunreinigen das Wasser und wollen uns von unserem Land verjagen. Lass die Kriegstrommeln drin! Die Bleichgesichter sind Mörder! Holen wir uns ihre Skalps! Hör den Ruf deiner Krieger, Sitting Bull! Leg die Kriegsbemalung an! Rechne den Kriegsbeil aus! Sterben. Sprich, Sitting Bull! Lass uns deinen Rat hören! Wenn ein Mann seinen Bogen auf einen Feind anlegt, so muss er schießen. Und wenn man seine Hand in die Kriegsfarbe taucht, so muss man kämpfen. Wer aber kämpfen will, der muss gerüstet sein. Darum hört meinen Rat. Lasst uns alle Stämme versammeln, bevor ihr den ersten Pfeil abschießt. Es mag einfach erscheinen, die weißen Männer zu vertreiben, die den gelben Stein suchen. Aber wenn wir gegen sie kämpfen, so müssen wir auch gegen ihre Krieger kämpfen, die Soldaten. Und ihre Krieger sind zahlreich und stark. Deshalb sendet Läufer zu allen sieben Stämmen, zu den Cheyennes und den Krähenfedern, die unsere Feinde gewesen sind. Auch zu unseren Vettern im Norden sendet sie. Und ruft sie in unser Lager, alle Krieger unseres Volkes. Denn bevor man einen Pfeil abschießt, muss der Bogen stark genug sein. Lassen Sie das Gepäck in mein Quartier bringen. Jawohl, Sir. Katie! Bob, ich hätte dich hier nicht mehr erwartet. Ich muss dich wieder enttäuschen. Jetzt bin ich Captain, wie du siehst. Ja, das wusste ich bereits. Was machen denn hier die vielen Leute? Ist ja wie ein Jahrmarkt. Sie wollen in den Bergen Gold suchen. Mein alter Freund Custer. Ist ja ein lustiger Haufen, den er da anführt. Links um! Katie. Können wir uns nicht irgendwo allein sprechen? Bob! Die Gefangenen sofort einsperren! Ich möchte dich gern mit jemandem bekannt machen. Hallo, Katie! Hat sich heute nicht gelohnt. Absitzen! Wir haben nur ein paar Gefangene rot heute. Major, oh Verzeihung, Captain Parrish, darf ich Ihnen meinen Verlobten vorstellen? Charles Wentworth. Sind Sie der Kriegsberichterstatter, Wentworth? Der bin ich. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Oder vielmehr gelesen. Sozusagen ein neuer Versuch. Ein neuer Versuch? Wie soll ich das bitte verstehen? War nur ein Scherz von mir. Sie sind sicher in der Hoffnung gekommen, dass hier bald was passiert.
Nach allem, was man so hört, ist das ja wohl anzunehmen. Ich glaube, diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Aber andere Erfolge werden diese Enttäuschung wettmachen. Guten Tag, Sir. Ich möchte die Gefangenen sehen. Jawohl, Captain. Es gibt bessere Verlierer. Es war meine Schuld. Ich hätte es ihm schreiben sollen. Machen Sie mal auf. Jawohl, Captain. Bist du auch ein Sioux? Nein, Sir. Aber ich gehöre zu ihnen. Lebst du mit den Indianern zusammen? Ja, Sir. Schon lange. Und warum? Weiße Männer schlagen mich. Indianer nicht. Wahrscheinlich hast du die Weißen bestohlen. Ja, Sir. Kennst du Sitting Bull? Ich bin viele Jahre Freund von Sitting Bull. Kannst du mich zu ihm bringen? Dürfen meine Freunde mit? Natürlich, sie dürfen alle mitkommen. Guter Massa, ich werde sie führen zum großen Häuptling. Ich komme gleich wieder. Ja. Der Präsident hat ihn, was mir unbegreiflich ist, nur zum Captain degradiert. Bei mir wäre er geflogen. Aber eins steht fest, noch eine einzige Unregelmäßigkeit und ich verschaffe ihm Zwangsarbeit. Natürlich werden Sie dazu vorher meine Erlaubnis einholen. Natürlich. Captain Parrish zur Stelle, Sir. Ich habe Ihnen eine wichtige Meldung zu machen. Allein. Einen Augenblick, Captain. Vom Herrn Präsidenten persönlich. Wenn ich bitten darf, Oberst. Zu Befehl. Zuvor eine Warnung. Keine Insubordinationen mehr. Es wird höchste Zeit, dass Sie endlich zur Vernunft kommen. Jawohl, Sir. Ich bitte um die Freilassung der 5 Gefangenen, die eben eingebracht wurden. Freilassung? Wollen Sie das bitte lesen? Donnerwetter, das ist eine gewichtige Empfehlung, Parrish. Hat mich auch meine ganze Überredungskunst gekostet. Damit komme ich jetzt überall hin. Möglicherweise aber auch unter Skalpiermesser. Wozu brauchen Sie die Gefangenen? Um Sitting Bull zu erreichen, ohne skalpiert zu werden. Da haben Sie sich aber ein schönes, ruhiges Kommando ausgesucht. Ich werde noch heute Abend aufbrechen. Dann kann ich Ihnen nur noch eines wünschen. Viel Glück. Ich danke Ihnen, Sir. Noch etwas? Nein, danke. Ja, bitte. Ich möchte mich nur verabschieden. Kommen Sie nur, Parrish. Ich wollte gerade gehen. Bleibt doch, Charles. Na, ich glaube, es wird Zeit, dass ihr euch beide aussprecht. Hätte nicht erwartet, dass er uns allein lässt. Ich sehe keinen Grund, warum er es nicht tun sollte. Sobald wir nach Boston kommen, heiraten wir. Du hältst wohl nicht viel von dem Sprichwort, blinder Eifer schadet nur. Ich kenne Charles seit meiner Schulzeit. Von blindem Eifer kann also gar keine Rede sein. Ich habe es mir genau überlegt. Und darum werde ich es auch nicht bereuen. Auch nicht, wenn ich dir diesen Ring wiedergebe? Nein, der bedeutet mir nichts mehr. Auch nicht als Erinnerung? Erinnerung woran? An trostlose Kasernen? An Schweiß? An Staub und Baracken? Ja, an all das. Und vielleicht auch an den Mann, der dich einmal geliebt hat. Es ist besser, wenn ich es vergesse. Kann Charles dir all das geben, was ich dir nicht geben konnte? Ja, er wird mich nicht enttäuschen. Und das auch? Warum bleiben Indianer gefesselt? Damit sie mir nicht die Kehle durchschneiden. Massa haben recht, ist besser so. Wir waren doch gestern schon mal hier. Findest du etwas Besonderes an der Landschaft, Katie? Ja, den Sonnenuntergang. Er ist hier immer besonders hübsch. Denkst du dabei an jemanden, der dort hinten in den schwarzen Bergen herumstreift?
Hast du etwas von deiner Zeitung gehört? Ja, vor 4 Tagen, Katie. Ich kann sofort zurückkommen, sofern sich hier nichts mehr ergibt. Vor 4 Tagen schon? Mhm. Warum hast du mir das verschwiegen? Och, ich wollte erst mal die Entwicklung abwarten. Aber worauf wartest du noch, Charles? Warum können wir nicht sofort abreisen? Nun, ich rechne damit, dass es doch noch ein paar Neuigkeiten gibt. Sind dir diese Neuigkeiten vielleicht wichtiger als unsere Heirat? Natürlich nicht, Katie. Aber Parrish müsste jetzt bald zurück sein. Na und? Das könnte die Situation grundlegend verändern. Kannst du Parrish nicht endlich mal vergessen? Ich könnte Parrish bestimmt sehr leicht vergessen. Sind unsere Krieger vollzählig. Meine Freunde haben sehr viel Spaß. Was finden Sie denn daran so komisch? Starke Krieger füttern wie kleine Babys. Ihre Hände müssen leider gefesselt bleiben. Ich möchte nicht eines Morgens mit durchschnittener Kehle aufwachen. Kuayupe Sukisa Vasila. Wollen Massa wissen, warum so komisch? Jetzt bin ich aber gespannt. Ich Indianerhände fesseln. Mit trockenem Bast. Mit trockenem Bast. Naja und? Aber jede Nacht macht Taubast wieder feucht. Und dann können Sie die Fesseln abstreifen. Ja, Massa. Und jeden Morgen fessel ich sie wieder. Wie weit ist es eigentlich noch bis zu Sitting Bulls Lager, Sam? Wir sind schon da, Captain. Unser schwarzer Bruder sagt, du bringst eine Botschaft von deinem weißen Häuptling. Sprich. Ich bin gekommen, um mit dir Rat zu halten, Sitting Bull. Die weißen Männer sprechen oftmals mit der Zunge der Schlange. Mich hat der große Häuptling aller langen Messer geschickt. Ich sage, tötet ihn! Ruf diesen tollen Hund zurück. Wenn er Blut will, so mag er mit mir kämpfen. Dieses Recht steht ihm zu. Gut, so wird er seinen Skalp verlieren. Bist du nun bereit, mit mir Rat zu halten?
Ich werde die Botschaft deines Häuptlings anhören. Ich habe Frieden gewollt und um Frieden gebetet. Doch es gab Kampf. Aber wenn die weißen Männer einen Kampf gewinnen, so nennen sie es Sieg. Wenn die Indianer gewinnen, so nennen sie es Gemetzel. Großer Häuptling, willst du den Vorschlag meines Häuptlings anhören? Sprich. Rufe deine Krieger über den Fluss zurück. Auch mein Häuptling hat viele Krieger. Sie werden am anderen Ufer Aufstellung nehmen. Aber niemand darf angreifen, weder wir noch ihr, während du zum großen Häuptling zur Beratung kommst. Die Zusammenkunft könnte stattfinden. Stellst du noch eine Bedingung? Wir werden die langen Messer nicht angreifen, aber der weiße Häuptling muss zu uns kommen. Wir werden uns zwischen unseren Kriegern treffen, auf freiem Boden. Der Präsident soll hierher kommen? Wenn wir uns nicht verständigen können, so werden beide Seiten angreifen. Und die Häuptlinge in der Mitte werden als Erste getötet. Das ist unsere Art zu verhandeln. Mein Häuptling ist viele Tage von hier entfernt. Ich werde ihm Zeit geben. Viele Krieger sind schon versammelt. Viele werden noch kommen. Wir werden warten bis zum Vollmond. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass der Präsident hierher kommen wird. Wenn wir Vollmond haben, dann muss er hier sein. Nicht abzusatteln, Sam. Wir reiten weiter. Wieder die ganze Nacht durch, Captain? Na, was denn sonst? Ja, mein Hintern sagt nein, Captain, und das arme Pferd sagt auch nein. Dein Hintern wird aber nicht gefragt. Und das arme Pferd auch nicht. Los, steig auf. Komm, der Captain hat kein Herz für uns. Alles, was westlich des Mississippi Beine hat, scheint sich hier versammelt zu haben. Sergeant. Ja, Sir. Versorgen Sie die Pferde und lassen Sie Sam was zu essen geben. Ja, Sir. Hau dich inzwischen ein bisschen hin. Nein, nein, das ist völlig unmöglich. Aber Sitting Bull wollte es so. Ich konnte ihn nicht umstimmen. Sie können doch vom Präsidenten nicht verlangen, dass er hierher kommt, um sich mit einem Indianer unter einen Baum zu setzen. Als Soldat wird er vielleicht dafür Verständnis haben. Können Sie den Präsidenten heute noch benachrichtigen lassen? Natürlich. Doch ich halte es für zwecklos. Schon möglich. Aber man soll es wenigstens versuchen. Also gut. Versuchen wir es. Gut. Nun ruhen Sie sich erst mal aus. Danke, Sir. Hey, Captain! Guten Tag. Freut mich, dass Sie wieder da sind. Ihre Verlobte scheint davon weniger erbaut zu sein. Na, wird's bald Krieg geben? Sie sind gut. Der hat doch längst angefangen. Charles hat dich als Zeitungskorrespondent gefragt. Sie sehen ja ziemlich mitgenommen aus. 3 Tage und Nächte im Sattel wäre für einen Reporter bestimmt ein bisschen viel. Für uns bei der Truppe ist das nicht der Rede wert. Du vergisst, dass Charles auch schon mal die Uniform getragen hat. Er war immerhin Major. Major? Da kann ich natürlich nicht mitreden. Ich bin nur ein kleiner Captain. Weißt du, unter anderen Umständen könnte ich ihn direkt gern haben. Was Neues, Captain?
Nein, nichts. Es ist noch Hoffnung, Captain. Wir haben noch Viertelmond vor uns. Unsere Krieger sind bereit, Sitting Bull. Den Pfeil abschießen, Sitting Bull. Ich gab mein Wort. Noch steht am Himmel nicht der Vollmond. Die Bleichgesichter sind verschlagen wie die Füchse. Sie werden uns überfallen. Die Goldsucher schleichen sich wie die Ratten in unser Land. Gib Befehl, dass wir uns ihre Skalps holen. Ein Funke kann oft 100 Feuer entfachen. Ein Funke? Ich werde 100 mal 100 Fackeln werfen. Wenn die Zeit reif ist, dann werde ich die Fackeln entzünden. Vom vielen Mond gucken werden wir noch mondsüchtig, Captain. Ja. Auf jeden Fall war es Wahnsinn zu glauben, Grant würde von Washington hierher zu uns kommen. Jetzt brauchen wir nicht mehr zu hoffen. Massa sollte tanzen, das gibt andere Gedanken. Ja, das wäre vielleicht das Beste. Sam, es hat keinen Sinn, weiter auf das falsche Pferd zu setzen. Du warst ein guter Kamerad. Wenn du jetzt wieder zu deinen indianischen Freunden zurückkehren willst, werde ich dich nicht daran hindern. Ich würde es verstehen. Du kannst sofort aufbrechen. Massa hat mir geholfen, nun werde ich Massa helfen. Du willst also nicht aufgeben? Danke. Freut mich. Bitte mir verzeihen, aber was ist mit Massa? Wollen Massa aufgeben? Man trifft ihn überall auf Schritt und Tritt. Katie? Was verlangst du von mir? Dass du mich von hier fortbringst. Ist es dir wirklich ernst damit? Ich weiß, was du jetzt denkst, Charles. Ich will deine Frau werden. Aber wenn du mich nicht bald fortbringst, dann gehe ich allein. Du brauchst nicht allein zu gehen. Morgen früh werden wir abreisen. Morgen früh. Komische Menschen, Captain. Besiegen Falkenauge, gehen in Lager von Indianer und sich nicht fürchten. Aber sich fürchten, zu Frau zu gehen, sie bei Haare zu packen und zu sagen, komm mit in mein Zelt. Nam Parrish, wie geht's denn so? Wie haben Sie sich denn hierher verirrt? Ich wollte mich von Ihnen verabschieden. Ich werde morgen früh nach Hause reisen. Mit Katie. Und was erwarten Sie jetzt von mir? Dass ich Ihnen Glück wünsche? Das ist wohl so üblich. Na dann, viel Glück.
Also bitte. Du willst deine Dummheit begehen. Und das weißt du auch. Bist du gekommen, um mir das zu sagen? Du liebst Charles Wentworth nicht. Lass mich in Ruhe. Du belügst dich doch selber. Soll ich meinen Vater rufen? Oder willst du nun gehen? Ich werde dich davon abbringen, ganz gleich, was geschieht. Das kannst du nicht. Das wird dir niemals gelingen. Captain! Der General wünscht, dich zu sprechen. Zur Stelle, Sir. Nachricht vom Präsidenten. Hier, Sir. Im Geheimcode. Wird wöchentlich gewechselt. Sehen wir mal nach. Wills und Baker, warten Sie draußen. Sergeant, niemand darf den Raum betreten. Auch kein Offizier, verstanden? Zu Befehl, Sir. Nun, Sir? Moment. Scheint, dass Sie die Partie gewinnen. Mit Parrish Plan einverstanden. Vereinbart Zusammenkunft. Kommando ist zu strengster Geheimhaltung verpflichtet. Gezeichnet Ulysses Grant, Präsident. Jetzt können wir uns aber beeilen. Nicht so schlimm, Sir. Ich habe bereits einen Plan ausgearbeitet. Sergeant, Sie können wieder reinkommen. Jawohl, Sir. Es hat doch noch geklappt. Reite sofort zu Sitting Bull und sag ihm, dass der Präsident kommt. Kommen Sie mit? Ich komme später nach. Du wirst mich schon finden. Genauso leicht zu finden wie Büffelherde. Herein. Na, Bob. Na, was verschafft mir die Ehre? Sie reisen also wirklich ab? Ja, das ist wie auf dem Rennplatz. Der Außenseiter hatte überraschend gewonnen. Ich dachte immer, ihr Zeitungsleute habt auch eure Ehre. Ach so. Jetzt kommen Sie mit der Tour. Wenn Sie glauben, dass ich mir bei Katie billige Vorteile verschafft habe, dann müssen wir das eben klären. Jetzt haben Sie mich missverstanden. Das habe ich nicht damit gemeint. Aber was halten Sie von einem Reporter, der sich eine wichtige Nachricht entgehen lässt? Was für eine Nachricht? Die tollste Nachricht, die Sie jemals hätten melden können. Ist das Ihr Ernst? Präsident Grant wird hierher kommen. Grant? Um mit dem Häuptling der Sioux Friedensverhandlungen zu führen. Ach, so ist das. Sie vergessen nur eins, Parrish. Ich kann das auch telegrafisch durchgeben, ohne meine Hochzeit deshalb auch nur um eine Stunde zu verschieben. Ja, das könnten Sie. Nur diese Information ist strengstes militärisches Geheimnis. Wenn Sie diese Meldung weitergeben, wird man mich unverzüglich an die Wand stellen. Sie haben also die Wahl. O großer Manitou, ich erbitte von dir Kraft und Stärke. Die Kriegsfarbe ist bereitet. Nun versage uns nicht deine Hilfe. Wenn du uns zum Kampf rufst, dann wird es der letzte Kampf sein. Ihre Befehle, Oberst. Versiegelt, Sir? Versiegelt. Lassen Sie abrücken, Oberst. Jawohl, Sir. Vorhuten Marsch! Abteilung! Vorwärts! Marsch!
Pferdeschwadron! Halt! Bereitet Essen und Geschenke für die Beratung. Es wird keinen Krieg geben. Nun, Sam? Sitting Bull hat das Kriegsbeil begraben. Wartet auf Präsident. Schön. Aber es gibt andere Schwierigkeiten. Große Menge Goldgräber in den Wäldern. Haben Gewehre. Viele Dutzend. Und alle sind aufgehetzt. Gegen Sioux. Warum wird Signal geblasen? Oberst Kaster lässt zum Appell rufen. Eno, Sie reiten mit Ihren Leuten zum Medizinbach und beziehen dort Stellung. Von dort aus können Sie das Sioux-Lager gut beobachten. Zu Befehl, Sir. Laut Befehl sollen Sie hier warten. Sie sind nicht gefragt. Captain Bentin, Sie übernehmen die Nachhut für Major Reno. So, meine Herren, das wäre alles. Zu Befehl, Sir. Ich warne Sie, lassen Sie unsere Leute nicht zu weit vorrücken. Captain Parrish, haben Sie General Howells Befehle gelesen? Jawohl, Sir. Dann dürften Sie wissen, dass Sie ab heute wieder meinem Kommando unterstehen. Da Sie mit den Goldsuchern schon einmal Bekanntschaft gemacht haben, gebe ich Ihnen Befehl, Sie aus der unmittelbaren Gefahrenzone herauszuschaffen. Sie sind für Ihre Sicherheit verantwortlich. Aber mein Platz ist hier. Captain, verweigern Sie diesen Befehl? Nein, Sir. Hey, Parrish! Lassen Sie aufsitzen. Jawohl, Sir. Ich habe vorhin einen Brief bekommen. Er ist von Katie. Sie bittet mich, Ihnen diesen Ring zu geben. Wollen Sie den Brief lesen? Nein. Ehrlich gestanden hat mich der Brief nicht weiter überrascht. Ich habe es geahnt. Sie haben mich vielleicht für verrückt gehalten, dass ich Katie auch warten lasse. Aber sie wartet gar nicht auf mich, Parrish. Sie wartet auf Sie. Ich danke Ihnen. Meine Herren, Sie können sich selbst davon überzeugen, dass wir diese Stellung hier nicht halten können, falls uns die Rot heute angreifen sollten. Darf ich als Zivilist etwas dazu bemerken, Oberst? Natürlich. Captain Parrish ist der Meinung, dass die Indianer auf keinen Fall angreifen werden. Schon möglich, aber die Rothäute sind unberechenbar. Wir brauchen eine günstigere Ausgangsposition. Reno steht mit seinen Leuten unten an der Flussbiegung. Oberhalb davon lagern die Sioux. Wir werden die Hügelkette, die den Lagerplatz halbkreisförmig umschließt, besetzen. Dann können wir sie in die Zange nehmen.
falls Sie irgendwelche dunklen Absichten haben. Jedenfalls sind wir dadurch vor Überraschungen sicher. Und sollten die Sioux irgendeine Schurkerei anfangen, dann sind wir der Hammer und Reno der Amboss. Aber Parrish sagt, dass dort Tausende von Indianern versammelt sind. Viel mehr, als Ihre Späher berichtet haben. Mr. Wentworth, Captain Parrish ist seit jeher für seine maßlosen Übertreibungen sattsam bekannt. Meine Herren, lassen Sie aufsitzen. Wir besetzen die Hügelkette oberhalb des Lagers. Die Späher übernehmen die Führung. Fertig zum Aufsetzen! Späher vor! Aufsetzen! Zusammen und schließt euch an. Was denn? Wir sollen von dir abhauen? Die Indianer streifen hier rum. Ihr könnt jeden Augenblick Besuch bekommen. Wir rühren uns hier nicht weg. Brecht die Zelte ab. Los. Beeilt euch. Messer kommen immer näher. Viele von ihnen sind zu Pferde. Sie sind friedlich. Sie kommen hierher, um ihren großen weißen Häuptling zu begleiten. Kehr ins Lager zurück. Hey, seht mal. Guter alter Bekannter. Was ist denn in den Fässern drin? Medizin, Captain, für die lieben Indianer. Ausschütten. Jetzt waren Sie mal am Punkt, Captain. Sie haben das Maul zu halten und zu parieren, verstanden? Die langen Messer kommen zu nah. Sie haben mein Wort. Ich erwarte Ihren Häuptling. Kundschafter. Oberst, die werden Sitting Bull warnen. Wir dürfen sie nicht erwischen lassen. Schießt sie ab!
Brüder, beginnt euren Krieg! Dakota! In der Flanke angreifen! Hör's! Come on!
wurden noch mehr weiße Männer gemeldet. Wo sind sie? Los abwärts. Genau wie diese, von den unseren umzingelt. Schmoren lassen. Versuchen. Nein, hat keinen Sinn. Sergeant, versuchen Sie nach Süden durchzubrechen. Jawohl, Sir. Los, anschließen. Frauen und Kinder in Sicherheit! Ziehen raus! Los, reiten wir weiter. Wohin reiten, Captain? Zu Custer. Jetzt haben Sie Ihren Lohn. Gestorben.
Tapfere Männer skalpieren wir nicht. Weiter! Windwort. Indianer feiern großen Sieg. Dieser Sieg wird die größte Katastrophe ihres Lebens werden. Die Hauptarmee ist nur einen Tagesmarsch von hier entfernt. General Terry, schnell! Wo ist er? Sir? Was gibt's? Sir, melde Gehorsamst. Oberst Custers Truppen wurden völlig aufgerieben. Es war ein Gemetzel, Sir. Die Sioux haben mit zehnfacher Übermacht angegriffen. Wo war das und wann? Am Medizinbach, Sir. Gestern Abend. Lassen Sie sofort sammeln. Nehmen Sie sich der Leute an. Alles sammeln! Hört mich an. Die langen Messer werden mit neuen Kriegern wiederkommen. Unser Sieg hat den Kampf nicht beendet. Darf ich sprechen, Sitting Bull? Wir sind viele Krieger. Lass sie wiederkommen. Die Bleichgesichter werden wie Hasen vor uns davonlaufen. Ich sage, greift sie an, ehe sie uns angreifen. Ja! Darf ich in diesem Rat auch etwas sagen? Was befiehlst du, Sitting Bull? Erst hört, was uns die gespaltene Zunge zu sagen hat. Danach mögt ihr ihn töten. Ich habe nicht mit gespaltener Zunge zu dir gesprochen. Einer unserer Offiziere ist ohne Befehl vorgerückt. Der große weiße Häuptling weiß nichts davon. Wie soll ich dir glauben, Schenk? Ich gebe dir mein Wort. Mir waren alle Befehle bekannt. Glaubst du, ich wäre freiwillig zu dir gekommen, wenn es nicht so wäre? Sprich weiter. Dieser Sieg wird euch nichts nützen. Wenn morgen früh die Sonne aufgeht, wird hier eine Armee sein, die 10-mal so groß ist wie eure. 20-mal so groß. Gegen diese Übermacht seid ihr verloren. Im Süden von hier liegt ein heißes, totes Land. Wo die Sonne sinkt, liegen die schwarzen Berge. Und wo sie aufgeht, die Städte der langen Messer. Wohin soll ich denn mein Volk führen? Es gibt nur einen Weg, um den anmarschierenden Truppen zu entkommen. Ich werde ihn dir zeigen. Nein. Du wirst uns führen. Denn wenn das eine List sein sollte, dann wird dein Tod viele Stunden dauern. Dort reiten Sie. Es gibt gute und böse Bleichgesichter.
Du hast nicht mit der Zunge der Schlange gesprochen. Leb wohl, Sittingbull. Du bleibst besser bei den Menschen, die dir vertraut sind. Ist das ein Befehl? Ja, ein Befehl. Wirst du nun wieder zu deinem Volk zurückkehren? Ja. Wird man dir nichts Böses antun für das, was du getan hast? Der weiße Häuptling wird verstehen, was ich getan habe. Leb wohl. Ich werde dich nie vergessen, mein Sohn. Denk daran, dass wir eine Rechnung zu begleichen haben. Und diese Rechnung heißt Custer. Vorwärts! Erste Schwadron! Links schwenk! Zweite Schwadron! Links schwenk! Wer sind Sie? Captain Parrish, Sir. Wie kommen Sie hierher? Wo sind die Indianer? Sie sind abgezogen. Sie haben sich heute Nacht durch Ihre Linien geschlichen. Das ist ausgeschlossen. Ich habe Sie geführt. Ich kannte den Aufmarschplan. Captain, ich will es Ihrer Verwundung zugutehalten, dass Sie nicht wissen, was Sie sagen. Sergeant, lassen Sie den Captain abführen. Herr Präsident, ist es Verrat, wenn man ein Blutvergießen verhindert, das niemandem genutzt hätte? Meine liebe Miss Howell, das Kriegsgericht hat entschieden. Ich kann nichts anderes tun, als das Urteil bestätigen. Und wann wird es vollstreckt? Der Verurteilte hat 48 Stunden Zeit, seine persönlichen Dinge zu ordnen. Ich bedauere. Es ist zwecklos, Sam. Wollen weiße Männer Captain wirklich erschießen? Ja. Es ist besser, du kehrst zu deinen Freunden zurück, bevor sie dir hier Schwierigkeiten machen. Wissen, was Indianer sagen, Missy? Sagen, weiße Männer töten einzigen Freund, den Indianer haben. Warum erschießen Captain Parrish? Indianer sagen, weil weiße Männer nicht nur Indianer hassen, sondern auch Freunde von Indianern. Indianer werden nie mehr mit weißen Männern Frieden schließen. Sam. Sam, es gibt nur einen Menschen, der den Präsidenten noch überzeugen kann. Ich meine Sitting Bull. Aber nur noch 48 Stunden Zeit, Missy. Du musst es versuchen, Sam. Mhm. Oh, Sam! Präsentiert das Gewehr! Zur Meldung, Achtung! Gewehr ab! Links, das Gewehr, hier! Sir? Im Gleichschritt! Marsch! Ab!
Abteilung! Halt! Rechts! Um! Captain Robert Parrish. Das Kriegsgericht hat Sie des Hochverrats für schuldig befunden. Sie werden Ihres Dienstgrades entkleidet und sind verurteilt, in Gegenwart der gesamten Besatzung erschossen zu werden. Leutnant, abführen. Wollen Sie sich umdrehen? Nein, machen Sie schnell. Abteilung! Stillstand! Halt, warten! Bulzer in Begleitung Ihrer Tochter. Öffne das Tor! Aber wir können doch unmöglich... Führen Sie meinen Befehl aus! Was ist denn los? Sitting Bull ist gekommen. Sitting Bull? Jawohl, Sir. Meine Tochter hat ihn geholt. Sitting Bull, das ist mein Vater, General Howell. Darf ich Sie mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten bekannt machen? Großer Weißer Häuptling, du versprachst eine Beratung. Sprechen Sie, Sitting Bull. Seit vielen Jahren habe ich versucht, zwischen uns Frieden zu halten. Ein Monat ist noch nicht vergangen, seit viele Männer, deine und meine, in den Kampf zogen. Die Erinnerung daran, großer Häuptling, bereitet mir nur Trauer. Mir auch, Sitting Bull. Das ist gut zu hören. Aber sage mir, warum willst du diesen Krieger wegen Verrat töten lassen? Dieser Mann hat oft sein Leben gewagt, um zwischen den weißen und roten Männern Frieden zu schaffen. Er hat sein Leben nicht geachtet, als er meine Krieger nordwärts führte, sodass für dein und mein Volk das Töten aufhören sollte. Für alle zukünftigen Zeiten werden meine Brüder diesen Mann ehren. Als er mich verließ, da nannte ich diesen Mann mein Sohn. Ich machte mir Sorge um seine Rückkehr. Ich erinnere mich noch an seine letzten Worte.
Der große weiße Häuptling wird verstehen, was ich getan habe, sagte er. Wenn du diesen Mann töten lässt, wird dein Volk einen tapferen und ehrenhaften Sohn verlieren. Und dann später diesen Fehler bereuen. Aber wenn du ihn leben lässt, dann werden sich die Indianer und die weißen Männer wieder zur Beratung setzen und sich die Hände reichen zum Bunde des Friedens. Auf den Frieden. Und die Freundschaft. Präsentiert das Gewehr!